Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Beim letzten Mal haben wir... ich muss erstmal hier die Kumpel töten. Beim letzten Mal, was haben wir überhaupt letztes Mal gemacht? Beim letzten Mal haben wir euch erzählt, wie ich in die coolste Clique der Menschheit gekommen bin. Und ich habe, ich glaube, 2 Level geschafft. Wenn es hochkommt, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Kann auch alles möglich sein. Und jetzt habe ich mir eigentlich zum Ziel gesetzt, das fucking Schloss zu schaffen. Ja, nicht runterfallen. Wow, es geht schnell. Geschafft! Super. Lief doch gut. Warum denn nicht immer so? Warum denn nicht immer so? Ja. Dies hier ist natürlich jetzt schon hier das erste... Das stimmt gar nicht, das ist gelogen. Das ist das zweite neue Projekt... Oh, Struppi. Hallo, Struppi. Das zweite neue Projekt in 2015... Und ich muss ja sagen, ich habe dieses Jahr ein bisschen anders reingefeiert als sonst ins neue Jahr. Denn ansonsten bin ich so ein Typ, der sitzt mit seinem... Also eigentlich feiere ich jedes Jahr Silvester bei meinem Vater. So. Dieses Jahr war es aber ein bisschen anders. Ich habe mir so gesagt, okay, Vater, habe ich so ein bisschen Stress gehabt das Jahr. Dann mache ich halt diesmal ein bisschen was anderes. Mache ich halt was anderes. Also dann habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es denn... Wenn du zu Volo fährst. Ich habe ihn halt gefragt. Zu Volo? Schaut's aus? Hast du Bock, dass ich komme? Ja, ja, komm mal her. Ja, ja, geil, wird geil, wird geil, wird geil. Keine 2 Stunden später. Ja, also musst du auch nicht kommen unbedingt, wenn du willst, ne? Wir können das auch über Skype machen. Wir müssen nicht unbedingt zusammen hier sitzen. Und ich sage, ja gut, okay, dann eben nicht. Bin dann halt, wie üblich, zur Weihnachtszeit, zu meinem Vater gefahren, am zweiten Weihnachtstag, weil wir dann immer unser Familienessen haben. Und ich hatte halt mit Wollo gesagt, gut, jetzt streamen wir halt über Skype. Aber, ne, bin ich halt hier alleine und jetzt Skype ich halt mit ihm. Ich kam aber dann halt doch auf die glorreiche Idee zu sagen, ey, einen Tag vorher, ne, am 30. Ey, wenn du willst, kannst du eigentlich auch kommen. Ich so, ja, geil, cool. Bist du dir auch ganz sicher? Ja, ja, komm du mal. So. Und gesagt, getan. Ich fahre dann los, ne? Bin währenddessen auch, hab gesagt, versucht zu vloggen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in einem von den Parts drin war oder in einem von den Vorworfenen, aber vloggen liegt mir nicht, auf jeden Fall, weil zu peinlich. Hab dann auf jeden Fall versucht zu vloggen, das hat nicht funktioniert. Saß dann halt 3,5 Stunden im Zug und kam dann halt an, wo Wollo wohnt, ne? Das Geilste ist, ich habe währenddessen mit einer Ach, fick doch die Wand an. Ich habe währenddessen mit einer Freundin telefoniert. Auf einmal so ein Typ... Ey, sag mal, wann streamt ihr heute Abend? Ich sag, 17 Uhr. Geil, wird super. Ich sag, woher weißt du denn, dass wir streamen? Du bist doch Ricky, oder nicht, ne? Ja. Ich kenne dich vom Wollo. Meine Freundin liebt Wollo. Die will um in diese Pokémon-Spiele gewinnen. Da wurde ich tatsächlich aus der Tür geschmissen. Da wurde ich tatsächlich in einem Zug erkannt. Das war so ein richtiges, oh mein Gott, ist das geil Gefühl. Aber auch so eins, oh mein Gott, was sagst du denn jetzt Gefühl? So ein, Typ hat dich jetzt erkannt. Die anderen Menschen gucken dich an. Was machst du jetzt? Es war ja nur so, die anderen Menschen, die mich halt nicht kannten, was eigentlich der Rest des Zuges war, die gucken mich halt so ganz komisch an, so, muss man den irgendwo erkennen? Ist das vielleicht Justin Timberlake? Das war auf jeden Fall sehr cool, aber auch irgendwie, zu sehen, dass es Leute gibt, die wirklich wissen, wer ich bin. Das ist echt ein geiles Gefühl. So, auf jeden Fall komme ich dann an beim Wollo, ne, und dann steht er da so zierlich, wie er halt ist. Wie eine Blume. Ich habe ihn fast gar nicht gesehen. Der stand in einem Laternenpfahl. Also ich habe ihn fast gar nicht gesehen. Und dann... Oh, ich habe ihn halt die Hand geschüttelt. Ich habe gedacht... Ich habe die ganze Zeit zufällig überlegt. Überarmst du ihn? Oder gibst du ihm einfach nur die Hand und dann ist gut? Habe ihm einfach nur die Hand gegeben dann. Und dann sind wir halt losgefahren in seinem... Ich weiß, ich glaube ein Crossfire ist das. Ein silbernes Auto. Wunderschönes. Fick doch die Wand an. Ich bin Game Over. Es ist ein richtig geiles Auto. Ich glaube, es war nur ein Zweisitzer. Ich glaube echt, das war nur ein Zweisitzer. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hatte er im Kofferraum einige Taschen.
Fragt mich nicht, was in den Taschen drinne war, aber er hatte auf jeden Fall einige Taschen hinten drinne. Und leere Flaschen. Und bestimmt hat er diesen Chicken Nugget auch nur darin vergraben, den er mal verloren hat. Auf jeden Fall, dann sind wir halt losgefahren und dann, ne, so, man hat so die, den peinlichen Moment der Stille mit wir reden einfach die ganze Zeit drauf los, ausgetauscht. Und dann hatten wir halt die loche Idee, ey, komm, wir gehen was essen. Ja, geil, bei McDonald's in ein Fast-Food-Restaurant. Und in diesem Fast-Food-Restaurant haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde angestanden und haben dann 10 Minuten noch aufs Essen gewartet, nachdem wir es bestellt haben. Und es waren nur 4 Cheeseburger und 2 Chicken Burger. Und die Leute hinter uns mit Extra-Bestellungen aus Japan, diesen schwarzen Burger, weißt du, die kommen viel, 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 viel früher dran. Wissen die denn nicht, wer wir sind? Auf jeden Fall, dann haben wir auf jeden Fall irgendwann unser Essen gekriegt und zu Hause angekommen, denn ich nur 2 Cheeseburger gegessen. Er hat auch 2 Stück und 2 Chicken Burger. Hat sich's gut aufgeteilt, das hätte ich mir auch machen sollen. Ich hätte ihm auch mehr bestellen sollen. Aber dann hätte ich ihn einladen sollen. Ich habe ihn ja eingeladen, weil er ist ja immer so ein armer Kerl. Habe ich gesagt, ja gut, was soll's, dann gibst du ihn halt mal einen aus. Was soll's. Habe ich ihn halt eingeladen. Zu Hause angekommen. Also ich muss sagen, die Wohnung sah in den Vlogs größer aus. Das habe ich ihnen auch gesagt. Und die erste Antwort, die kam, ey, du wohnst im Wohnwagen, was willst du denn jetzt von mir? Musst du gerade sagen. Also es sieht wirklich größer aus, als es in Wirklichkeit ist. Der Wollo liebt schon am Limit, das muss man ihm lassen. Dann haben wir halt, was haben wir denn gemacht? Wir haben halt gegessen und haben dann währenddessen dieses Cornel, Neujahrsvideo angeguckt. Dieses 2014-Video, wo halt das Avatar-Bild, dieses, ihr wisst schon, dieses grüne Thumbnail und so, wo er halt darüber geramelt hat. Ja, das ist super gewesen und das ist schlecht gewesen. Halt ein typisches Cornel-Video. Und dann, ganz zuerst, als ich angekommen bin, habe ich erstmal über sein Twitter was geschrieben. Habe ich geschrieben, muhahaha, hier ist Ricky. Das gehört jetzt mir. Und weißt du, woran die Leute erkannt haben, dass ich das wirklich war? Hätte ich noch nicht mal reinschreiben müssen, dass ich das bin. Sondern ich habe einfach nur wieder fucking Rechtschreibfehler gemacht. Dann konnten die Leute schon gut erkennen, ah, der Ricky, der ist da. Der Ricky, der ist da. So, dann haben wir gegessen. Und es herrschte noch eine kleine, also man hat es halt gemerkt, es war halt noch Neuland für uns, ne? So, jetzt setz dich doch ruhig hin. Ja, setz dich jetzt hin. Ja gut, ich setz mich hin und du kannst die Schuhe auch ausziehen, wenn du willst, ne? Ja, Entschuldigung, ich wollte die nicht anlassen. Ja, kannst auch anlassen, wenn du willst, das ist nicht schlimm. Wir waren halt beide echt so, Es war halt neu für uns, ne? Es war halt echt neu. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwann angefangen, um 17 Uhr zu streamen. Sogar pünktlich, das bin ich aber von meinen Streams gar nicht gewohnt. Und ich muss sagen, der Stream hat am Anfang so ein bisschen, da dachte ich schon, der Stream läuft echt scheiße. Das wird nix. Aber nachher haben es die Smash Bros. Turniere doch noch gerettet. Wir wollten halt zuerst Super Mario Bros. Nee, stimmt gar nicht. Super Mario 64 Multiplayer spielen. Die neue Version. Die aber Wollos PC dazu gebracht hat, abzustürzen. Beziehungsweise Bluescreen. Dann haben wir SMW angemacht. Und dann mitten im SMW ist uns beide aufgefallen, eigentlich sind wir scheiße in SMW. Warum spielen wir das hier? Und dann haben wir überlegt und überlegt. Und dann irgendwann fing wir mit, hat die Idee gehabt, oder hat er halt schon im Auto die glorreiche Idee, ey, wir verlosen ein Pokémon-Spiel, indem wir eine Smash Bros. Turnier machen. Wie gesagt, getan, Smash Bros. Turnier um Pokémon Alpha Saphir. Und ey, so viel Spaß, ne? Ich freue mich so auf das Turnier, was ich hier auf YouTube veranstalten werde. So viel Spaß, es hat richtig Spaß gemacht, das Turnier. Es hat richtig Spaß gemacht. Gott sei Dank hat Volo auch das erste Turnier gewonnen, weshalb wir noch eins spielen mussten. Weil, ist ja klar, wenn der Volo gewinnt, na, dann müssen neue Leute, dann muss nochmal neu ausgelost werden. Ich bin zweimal in der ersten Runde rausgeflogen, was mich so minimal angekotzt hat. Das fand ich halt echt nicht lustig, dass ich da zweimal in der ersten Runde eliminated wurde. Oh, danke. Und ja, es war halt echt. Und dann haben wir abends noch... Was haben wir gemacht? Wir haben Bleigießen gemacht. Das hat Volo, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Und wir haben so Tisch...
Feuerwerk gezündet, nachdem ich in das Loch reingesprungen bin. Wir haben so Tischfeuerwerk gezündet. Ich sag, Wollo, du weißt, dass da Konfetti drin ist, ne? Wirklich? Oh, mach aus, die Scheiße, mach aus. Puh. Erste Ding hochgegangen. Und da war Gott sei Dank wenig Konfetti drin. Also wirklich, es waren nur so ganz kleine Sektgläser waren da abgebildet. Und ja. Dann haben wir auch noch einen großen gehabt. Der hatte halt... Oh, der hatte mein Lieblingsspielzeug des ganzen Abends dabei. So eine Tröte, die, wenn du reinpustest, wo vorne so ein Schlauch aufgeht. Wie so eine Zunge. So... Ich glaube, das ging Wollo nachher auf den Sack. Mir war es aber egal, ich hatte meinen Spaß. Nachher haben wir auch noch mit Mock geskypt. Wir haben Mario Party versucht zu spielen. Im Sinne von, wir wollten eigentlich kurze trinken, wenn wir verlieren. Aber Wollo war eh schon müde. Und Wollo war nach 4 kurzen Hacke voll. So, der Wollo, der kann halt nichts ab. Ich aber auch nicht, ich war auch schon... Ich musste ja einen Jägermeister trinken. Warum eigentlich? Irgendwas hatte ich verloren. Was hatte ich denn verloren? Irgendwas hatte ich verloren, dass ich einen Jägermeister trinken musste. Und er schüttet mir gleich so ein bisschen... Ja, was soll's? Mit Jägermeister nicht sparsam sein, Alter. Alles voll rein da. Voll rein. Ich weiß gar nicht mehr, warum... Warum musste ich einen Jägermeister trinken? Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Warum musste ich einen fucking Jägermeister trinken? Das ist echt so eine Sache, wo ich mir denke, warum eigentlich? Dann hatten wir noch... Ja, dann haben wir gesagt, Mario Party hat nicht funktioniert. Beziehungsweise, es ging halt nicht. Zwischendrin haben wir auch mal kurz Pokémon Stadium gespielt und man hat Wollo den Spaß angemerkt. Alter, der war im Pokémon-Fieber. Pokémon... Fever. Der war richtig so, boah, Pokémon! Huhu! Nicht. Nein. Aber ich hatte das Spiel auch spannender in Erinnerung, wenn ich ganz ehrlich bin. Früher als Kind hat es doch mehr Spaß gemacht. Was haben wir denn noch gespielt? Dann hat nachher Super Mario 64 Multiplayer geklappt. Aber halt nur mit der alten Version, die sie halt auch damals schon Together Let's Played haben. Und... Die ist ja nochmal ein bisschen verpackt, da kann Luigi ja natürlich nochmal nicht so viel tun wie in der neueren Version. Was jetzt nicht so schlimm war, weil ich war Luigi und dann brauchte ich nicht so viel tun. Aber auch das hat wieder eine Zeit lang gedauert, bis das funktioniert hat mit den Controllern, bis alles ging. Das hat auch echt so ein bisschen gedauert. Wir wollten ja eigentlich Mario Party auf meiner Nintendo 64 spielen, die ich auch mitgenommen habe. Und du dann so, als ich bei Wollo bin, fällt mir so auf, du, ich bin dumm, weil ich in den Koopa reingelaufen bin. Und ich bin dumm, weil ich habe vergessen, die Spiele einzupacken. Ricky, please, warum bist du so dumm? Naja. Und das war dann halt so der Silvesterabend, das, was ihr so mitbekommen habt. Wir haben gestreamt, wir haben uns an sich ganz gut verstanden, wir haben uns nicht umgebracht. Der Wollo schnarcht ein bisschen. Und er hat ein fucking Golfspiel auf dem Klo. Das heißt Potty Potter. Man kann sich also hinsetzen und beim Kacken kannst du halt zweimal einlochen. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, wunderschön. Was war denn noch so besonders? Stimmt, wir haben auch noch bis 5 Uhr nachts den Kiki-Stream geguckt. Kiki hat Oddworld, wenn ich mich nicht irre, gegen den Deschke gestreamt. Boah, Deschke gekotzt. Es war halt so... kennt ihr das Super Mario 64 Ways mit mir und Wollo? Ja? Ungefähr so war das mit Deschke und ihm. Also, er war halt, Kegi lag halt sehr weit vorne. Und Deschke sehr weit zurück. Und leider musste Kegi, dadurch, dass das Spiel ein paar Mal abgestürzt ist, das Spiel neu starten. Oh, man hat... die Freude in Deschkes Gesicht einfach angesehen. Dieses, geil, noch länger spielen. Ach, das war purer Zucker. Wir haben so gelacht. Ah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe den Wollo ohne Haare gesehen. Ohne Haare, genau. Ich habe den Wollo ohne Cappy gesehen. Die Cappy ist ja schon fast seine Haare. Ich habe Wollo ohne Cappy gesehen. Das war der schönste Moment in meinem Leben. Und diesen Moment werde ich niemals vergessen. Komm schon. Dankeschön, zwei Leben. Das war echt cool.
Also wie gesagt, der gesamte Abend würde ich gerne wieder machen. Das ist so gesehen, dass hier euch. Ich bin da, also das war so ein Abend, der gefällt mir, hat mir richtig gut gefallen. Das war auch richtig spaßig. Am nächsten. Am geilsten fand ich übrigens auch, Wollo hat mir direkt am Anfang erzählt, ja. Ich habe ja gehofft, dass der Zug entgleist ist, wo du drinnen sitzt. Und ich so, Alter! Also er wollte halt, also gesagt, ja, ist doch nicht schlimm. Bist ja nur du. Also da hätte er ein Leben von 80 Trilliarden Menschen auf dem Gewissen. So viele Menschen kamen zumindest vor im Zug. So voll war der. Und oh, Hauptsache der Ricky kommt nicht, ne? Hauptsache ich kann mir schön alleine einkeulen. Mann, der Wolle. Ach, bitte! Bitte! Das kann doch jetzt nicht angehen. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Und ich habe das leckerste Getränk auf on Earth gefunden. Smirnoff. Boah, ist das geil. Smirnoff schmeckt richtig geil. Und wir haben so eine Partybox gehabt. Und wir haben die Salzstangen noch nicht mal ausgepackt. Das heißt, die Salzstangen... Ich denke mal, dass sie bis jetzt bestimmt schon aufgegessen hat. Aber wir hatten halt die Salzstangen noch nicht mal aufgemacht. Das war richtig... Und Gott sei Dank isst er diese Nicknocks, die ich überhaupt nicht mag. Oh, dann habe ich halt den ganzen Rest gegessen. Er hat die Nicknocks aufgefuttert. Man sieht es mir zwar nicht so an, aber ich bin ein verdammt verfressenes Schwein. So, komm schon. Letzter Versuch. Ja, warum hat das nicht funktioniert? Komm schon, ich möchte das jetzt schaffen. Please. Warum? Spiel! What's going on here? Danke. Gut, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Okay. Ich bin mal ganz kurz ein bisschen still, weil ich mich minimal konzentrieren muss. Okay. Okay. Komm schon. Oh mein Gott, ich habe das Ziel erreicht. Hype! So, meine lieben Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Bros. 3. Bis dahin. Tschö, tschö.